Ja, wir gehen erstmal hier rum, würde ich sagen. Ist auch geil, wie die Leute, weißt du, die... Da, das habe ich aber flackern sehen. Find's geil, wie es ist ja so Endzeit, Munition ist knapp und die Leute, da verballert da die geile Scharfschützenmuni. Oftfach auf das Auto, die Leute sind noch eh in Deckung. Aua. Mann, ich häng da fest. Ja, einen Schuss haben wir uns gefressen, das ist aber kein Problem. Nein, 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 nein. Ernsthaft? Hey, Tod Nummer 6, ja, ich sehe schon, ich komme hier richtig gut durch. Ich wusste nicht, dass hier noch Leute rumlaufen, aber warum... Das war jetzt schon wieder so sinnlos. Er ist einfach meinem zweiten Schlag ausgewichen. Und dann stand da kontern und ich habe nicht gesehen, welche Taste ich drücken muss. Und ich war auch nicht full life, ne? Das war auch wieder ein bisschen in von mir. Hey, bleib da! Ja, du hältst mal die Backen. Was? Heilige Scheiße! Schnapp die Jungs! Da ist er! Mich verarschen? Ja, dann können wir gleich noch mal eins benutzen. Ich meine, wir haben ja hier noch. Ist doch alles kein Thema. Und gleich noch mal ein neues machen. Ich muss wieder reinkommen. Ich bin gerade... Bin gerade nicht richtig dabei. Ich nehme es schon wieder nicht ernst genug, das Spiel. Aber von hier aus kann der uns nicht mehr treffen, oder? Mal hier drüber. Haben wir leider nur angehittet. Oh, das sind jetzt mal gepanzerte Gegner. Aha, aha. Dafür wirst du bezahlen. Ah, okay. Was? Bin so schlecht.
Noch mal ein Revolver. Das ist auf Distanz natürlich doch ein bisschen besser. So, und dann sind wir doch jetzt auch schon hinterm Haus und können den Kollegen oben hops nehmen. Mal kurz gucken, ob hier noch mehr sind. Ja, hier ist nochmal Alkohol. Okay, dann rein da. Denn der Typ müsste ja jetzt checken, dass wir bei ihm in der Nähe sind, weil er uns ja vorne nirgendwo mehr sieht. Das ist nun. Ein Buch. Hier muss er doch irgendwo sitzen jetzt, oder? Noch ein Stock höher. Aha, aha, aha. Abstechen den Typen. Jetzt nehmen wir die fette Sniper nämlich und schießen erstmal fett daneben. Zoom. Los, Leute. Da läuft einer. Habe ich genau gesehen. Ich hoffe bloß, dass die Schüsse jetzt nicht zu laut sind. Nein, daneben. Ach, guck mal. Ja, ob das so schlau von euch war? Ich meine, wir nehmen die gerade richtig gut auseinander, ne? Die haben richtig viele Tote hier zu beklagen. Und irgendwie checken die auch nicht, dass hier oben ein Scharfschütze ist.
Wie haben wir den nochmal besiegt? So, stimmt, der schmeißt jetzt mit Molotow und ist ein Idiot. Kein Thema. Okay. Geschafft. Wir müssen weg. Okay. Sam! Henry! Sam, alles okay? Ja, geht's gut. Sicher? Ja, alles gut. Los, Mann! Gehen wir! Schneller, schneller, schneller! Also ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich kann hier irgendwie nicht raus aus der Sniper-Ansicht. Ah, jetzt. Oh Gott. Nimm mit die Sniper. Nimm doch das Ding mit. Bist du okay? Ich lebe. Jemand verletzt? Alles okay. Okay, machen wir, dass wir wegkommen. Kommt mit. Dann los. Ich glaub dir kein Wort. Im Ernst? Es war Tommys Geburtstag. Er wollte nichts anderes als 2 Harleys mieten und einfach losfahren. Oh, Mann. Das wäre das Größte, wenn ich fahren könnte. Nur um den Block. Wie war's denn? Es war gut, recht gut. Gut? Ist das denn zu glauben? Na los, Mann, ich will Details. Beschreib es. Wisst ihr was? Ihr zwei führt jetzt ein Männergespräch. Nein, Ellie. Es geht hier nicht um ein normales Motorrad, okay? Wenn du auf die Maschine steigst und den Motor spürst, das ist echt einmalig. Ach ja, und woher willst du das wissen? Ich hab davon geträumt. Okay. Ich glaube nicht, dass einer von unseren Leuten kommt. Ja. Das Schlimmste daran ist, es Sam zu erklären. Tja, was soll ich sagen? Die zwei haben sich gesucht und gefunden. Was machst du? Ich überprüfe, wie viel Essen wir jetzt noch haben. Verstehe. Und wie sieht es mit den Dosen Pfirsichen aus? Hat Henry dich geschickt? Nein. Warum soll Henry mich schicken? Damit er sicher ist, dass ich keine Scheiße baue. Ich finde, wir haben uns gut geschlagen. Und ganz besonders du. Ist alles okay? Ja, ist alles okay. Okay. Tja, dann gute Nacht. Warum hast du nie Angst? Wo hast du das denn her? Dann sag mir, wovor. Mal sehen. Skorpione sind gruselig. Allein zu sein? Ich habe Angst davor, allein zu leben. Was ist mit dir? Die Dinger da draußen. Was, wenn die Menschen noch da drin sind?
wenn sie gefangen sind, ohne Kontrolle über den Körper. Ich habe Angst, dass mir das passiert. Okay. Zuerst mal, wir sind ein Team. Wir helfen uns gegenseitig. Und zweitens, sehen sie vielleicht noch wie Menschen aus, aber niemand steckt mehr in ihnen drin. Mein Bruder sagt immer, dass sie gegangen sind. Zu ihren Familien. Wie im Himmel. Glaubst du, das stimmt? Tja, ich weiß auch nicht so genau. Ich meine, ich würd's gern glauben. Du tust es aber nicht. Nicht wirklich. Ja, ich auch nicht. Oh, jetzt hätte ich's beinahe vergessen. Ich hab ja noch was. Da. Wenn er nichts davon weiß, nimmt er ihn dir nicht weg. Okay, ich bin müde. Wir sehen uns morgen. Morgen. Wo ist Sam? Ich lasse ihn erst mal ausschlafen. Naja, wenn du ihn vermisst, kannst du ihn ja aufwecken. Okay. Sam? Sam! Was ist los? Oh shit, der verwandelt sich! Das ist mein kleiner Bruder! Scheiß drauf! Hey, Ellie, bist du okay? Oh mein Gott. Sam. Oh nein. Sam. Henry. Ellie, bleib da. Henry. Henry, was hast du getan? Du gibst mir jetzt deine Waffe, okay? Oh, okay, okay, ruhig. Das ist deine Schuld. Niemand ist daran schuld, Henry. Es ist alles deine Schuld. Henry. Henry, nicht. Mann, ja. Jackson County. Dann sind wir bald in Jackson City, ja? Es sind nur noch ein paar Meilen. Freust du dich auf deinen Bruder? Ich will einfach ankommen. Aufgeregt? Ich weiß nicht, was ich fühle. Ja. Das gab's ja auch noch. Nicht so schönes Schicksal von Sam und Henry. Mal wieder gucken. Sind sie denn hier eigentlich hergekommen? Sind sie hier den Berg hochgekraxelt oder was? Jo. Ah ja, kannst du mal nachladen, Joel, ja. Weiß gar nicht, ob ich mich damals hier so genau umgeguckt habe. Weil irgendwie habe ich gerade einfach mal so ein bisschen Lust, mich hier genauer umzuschauen.
Beispiel, wo es hier so lang geht. Was ist zwischen euch vorgefallen? Was meinst du? Du und Tommy. Ihr habt euch getrennt, also muss was passiert sein. Was ist denn hier hin? Wir hatten ein paar Unstimmigkeiten, mehr nicht. Oh, wusste ich doch. Worum ging es dabei? Tommy hat seine Meinung, ich habe eine andere. Und darum war er bei den Fireflies. Ja, deine Marlene versprach ihm Hoffnung. Das hat ihm zunächst genügt, aber wie er so ist, hatte er bald genug davon. Wie war es bei eurem letzten Treffen? Ich glaube, seine letzten Worte waren, ich will deine verdammte Fresse nie wiedersehen. Puh. Und der soll uns helfen? Das werden wir wohl bald rausfinden. Tja, ob mit oder ohne ihn, wir schaffen das. Gehen wir weiter.